Herzlich willkommen, meine lieben jungen Freunde, zur heutigen Sendung der Reihe Was ist was? Heute wollen wir uns über unsere Milchstraße unterhalten. Gäbe es vernunftbegabte Wesen und stellen wir uns vor, sie würden sich von ferne der Milchstraße nähern, dann würde dieses zauberhafte Gebilde ihnen erscheinen wie eine riesige Scheibe mit spiraligen Armen, die weit in den Raum hinausgreifen. Die Spiralarme selbst bestehen aus Sternenwolken, und in der gesamten Milchstraße finden wir über 200 Billionen Sterne, jeder einzelne von ihnen so hell und so schwer und so groß wie unsere eigene Sonne. Und außerdem noch, dieses gewaltige Gebilde befindet sich noch in einer majestätischen Rotation um seine eigene Achse. Von der Erde aus können wir natürlich unsere schöne Milchstraße nicht als dieses zauberhafte Feuerrad erkennen. Wir sind ja selbst mittendrin mit unserer Sonne. Es ist genauso, in einem Rauchring kann man eben den Ring nicht sehen, sondern nur von der Kante. Trotzdem ist die Milchstraße ein sehr schönes Himmelsbild. Man kann auch Karten davon herstellen. Und hier diese große Karte, das ist der Ausschnitt, in dem die hellsten Stellen der Milchstraße aufgezeichnet sind. Es ist dies ein Ausschnitt des Sternenhimmels unserer Sommernächte. Und die Sternfreunde unter euch erkennen vielleicht schon die typischen Sommersternbilder. Hier links oben der Schwan mit dem hellen Stern Deneb. Dann rechts daneben der hellste Stern des Nordhimmels, Vega in der Leier. Dann weiter unten rechts kommt dann Arctur im Bärentreiber. Und ganz unten ist Antares im Skorpion. Die Milchstraße ist deutlich geteilt. Das ist eine ganz typische Erscheinung unserer Milchstraße am Sommerhimmel. Und die Teilung beginnt im Schwan beim Deneb und unten im Skorpion und im Schützen. Da laufen die beiden Bahnen wieder zusammen. Dort befindet sich auch das Zentrum der Milchstraße. Es ist eigentlich schade, dass wir die Milchstraße, dieses schöne Himmelsbild, fast nicht mehr zu sehen bekommen. Unser Auge wird dauernd geblendet von den Lichtern der modernen Zivilisation. Neonreklame, Straßenbeleuchtung, Autoscheinwerfer. Man kann geradezu von einer Lichtverschmutzung sprechen. Und es gibt viele Kinder und junge Menschen, die Milchstraße überhaupt noch nie gesehen haben. Nun, der große italienische Physiker Galilei hat als erster ein Fernrohr in den Himmel gerichtet und dabei sofort die Entdeckung gemacht, dass diese Milchstraßenwolken, dieses zarte Leuchten, aus einer Unzahl von Kleinsternen besteht. Und er hat auch als kluger Mann den Schluss gezogen, dass diejenigen Sternenwölkchen, die sein primitives Fernrohr noch nicht aufgelöst hat, dass die auch aus Sternen bestehen müssen. Und seither wissen wir, dass die Milchstraße eben aus solchen Sternen besteht. So, meine lieben jungen Freunde,
Jetzt wollen wir uns mal über die Größe der Milchstraße unterhalten. Das müssen ja doch schon gewaltige Räume sein, in denen diese 200 Billionen riesigen Sterne Platz haben. Die Größe ist auch gewaltig. Der Durchmesser der Milchstraße ist 1 Trillion Kilometer. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Nun müsst ihr nicht glauben, dass wir Astronomen, die wir mit den großen Zahlen handeln, dass wir uns das auch vorstellen können. Das stimmt nicht. Ich kann mir 1 Trillion Kilometer auch nicht vorstellen. Ich kann bloß damit rechnen, das ist was ganz anderes. Nun, das sind solche Riesenzahlen, die 18 Nullen, die muss man immer herumschleppen. Das ist genauso, als wenn ihr hergeht und sagt, wie groß die Entfernung zwischen Hamburg und München, das sind 800 Millionen Millimeter. Das sagt jeder, das ist doch Quatsch. Das rechnet man doch nicht in Millimetern, das rechnet man doch in Kilometern. Da kommt eine anständige Zahl heraus, nämlich 800. Und genauso haben es die Astronomen gemacht. Die wollten auch diese Nullen loswerden. Und sie haben einen neuen Entfernungsmaßstab geprägt, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es ist das Lichtjahr. Das ist nicht ein Zeitmaßstab, da wird keine Zeit gemessen, es ist eine Entfernung. Und zwar ist es diejenige Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das muss schon eine gewaltige Entfernung sein, denn das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Dadurch wird das Lichtjahr so handlich als ein Entfernungsmaßstab für den Kosmos. Dass man Zeiten benutzen kann, um Entfernungen zu messen, dafür gibt es noch ein Beispiel, das vielleicht einsichtiger ist. Wir können Entfernungen auch in Schallsekunden messen, wenn ihr so wollt. Der Schall legt ja in einer Sekunde 330 Meter zurück, also wäre eine Schallsekunde 330 Meter. Das kann man an einem Feuerwerk sich sehr schön vorführen. Daher kennt ihr doch, dass Raketenblitz und Knall nicht gleichzeitig erfolgen. Es kommt jetzt gleich noch mal ein großer Blitz. Achtung! 1, 2, 3. Also das waren ungefähr 2,5 Sekunden. Nun, das habt ihr vielleicht nicht so richtig gesehen. Wir wollen es noch einmal ansehen. Jetzt kommt dann der große Blitz. Wir warten darauf. Achtung! 1, 2, 3. Diesmal konnten wir es besser sehen, auch besser abzählen. Also, das Feuerwerk ist 2,5 Schallsekunden entfernt. Schallgeschwindigkeit 330 Meter pro Sekunde, also das Feuerwerk ist ungefähr 57 bis 800 Meter weit weg. Nun, der Begriff der Schallsekunde, den können wir uns hier sehr schön klar machen. Aber mir liegt sehr daran, dass euch der Begriff der Lichtsekunde und damit auch des Lichtjahres etwas vertrauter wird. Und denn ohne diese Begriffe können wir die Dimension des Weltalls nicht begreifen. Nun, eine Lichtsekunde, man sagt das so einfach hin, das Licht legt in einer Sekunde 7,5 Mal den Erdumfang zurück. Man sagt, ein Radiosignal rast in einer Sekunde 7,5 Mal um die Erde. Das kann man so sagen. Ich möchte euch das aber mal zeigen an einem Modell, das ich da drüben aufgebaut habe. Nun werdet ihr bestimmt nicht erwarten, dass ich in dieser Modellvorführung etwa einen Lichtstrahl um die Erde sausen lasse. Das geht ja nicht. Aber ich habe eine Lichtsekunde hier aufgewickelt. Dieses Band hier umschlingt die Erde 7,5 Mal. Und das möchte ich jetzt mal abspulen, damit ihr einen Begriff bekommt, wie lang so eine Lichtsekunde ist. Das würde man gar nicht glauben. Nun ist ja die Erde im Umfang 40.000 Kilometer. Und 7,5 Mal, das könnt ihr euch im Kopf ausrechnen, das sind dann 300.000 Kilometer. Und das ist dann just eine Lichtsekunde, 300.000 Kilometer. Und maßstäblich genau haben wir hier den Mond. Und der ist noch mal 86.000 Kilometer weiter entfernt. Der Mond ist also 1,3 Lichtsekunden entfernt. Und ich wollte mir es nicht verkneifen, das doch wenigstens einmal zu zeigen, und zwar indem ich einen Pfeil nehme, der als Lichtstrahl von der Erde zum Mond abgeschossen wird. Allerdings, der Pfeil ist ein bisschen schneller als das Licht modellmäßig. Es geht also ein bisschen schneller, aber trotzdem, wenn wir jetzt so verfolgen, wir sehen hier die Erde und da drüben den Mond und ich schieße den Pfeil, kriegen wir doch eine gewisse Ahnung, wie schnell das Licht durch das Weltall rast. Wollen wir sehen, dass ich treffe den Mond selber nicht, aber wenigstens in seine Entfernung. Das wollen wir nochmal machen. Das soll also dann die Lichtgeschwindigkeit modellmäßig darstellen. Also das wären 1,3 Lichtsekunden. Es geht ein bisschen schneller. Nochmal. Achtung. Das also ist in etwa
eine Lichtsekunde. Wie schon gesagt, ist der Pfeil ein bisschen zu schnell. Und er hat die Strecke von 10,5 Metern zwischen unserer Modellerde und dem Mond in kürzerer Zeit zurückgelegt. Für das, was jetzt kommt, allerdings müssen wir einfach akzeptieren, dass dieser Pfeil 1,3 Sekunden gebraucht hätte, denn wir wollen jetzt den Pfeil in die Tiefen des Weltalls hinausschicken. Da gehen wir noch einmal auf unsere Sternkarte zurück, die wir vorhin ja schon gesehen haben. Da haben wir einige Bekannte wieder. Der hellste Stern des Nordhimmels überhaupt, Vega in der Leier. Und unser Pfeil müsste 26 Jahre lang fliegen, um ihn zu erreichen. Und dann haben wir den Stern Arctur, etwa gleich hell wie Vega. Er ist aber 36 Lichtjahre entfernt. Und dann kommen wir zu dem roten Riesenstern, den wir im Sternbilde des Skorpion gesehen hatten. Das ist der Stern Antares. Da kommt er heraus. Nun, als roten Riesenstern können wir uns jetzt schon vorstellen, dass er sehr viel weiter draußen sein muss. Um das zu verstehen, muss man allerdings dazu sagen, dass der Antares 10.000 Mal heller ist als unsere eigene Sonne. Wir müssen ihn also sehr weit in den Raum hinausschieben, damit er nicht so hell würde. Der würde dann ja wie eine riesige, zwei blutrote Sonne an unserem Nachthimmel hängen. Noch schlimmer ist es bei dem Stern Deneb im Schwan, den wir auch vorher gehabt haben. Dieser Stern ist 50.000 Mal heller als unsere Sonne. Da ist er gerade aufgeleuchtet und der hat eine Entfernung von 1.600 Lichtjahren. Nun sprachen wir ja gerade nur von Lichtsekunden und dann von Lichtjahren. Und das gibt uns jetzt eine Vorstellung, wie viel weiter die Sterne entfernt sein müssen als der Mond, wenn wir daran denken, dass ein Jahr ja 31,5 Millionen Sekunden hat. Das Lichtjahr ist also eine sehr praktische Einheit, diese Riesendimensionen zu vermessen. Und wir benutzen sie auch, diese Einheit, um jetzt die Tiefen der Milchstraße auszuloten. Hier haben wir zunächst eine Zeichnung der Milchstraße von der Kante gesehen. Da sehen wir deutlich die Zweiteilung. Und sie hat die Form einer Linse oder wie zwei Suppenteller, die aufeinander geklappt sind. Die Länge, das heißt ein Durchmesser, in diesem Bild die Länge, habe ich schon mal erwähnt, das sind 100.000 Lichtjahre. Und die dickste Stelle in der Mitte ist etwa 20.000 Lichtjahre dick. Und weiter draußen wird es immer dünner. Und am Rand hat sie dann schließlich bloß noch eine Dicke von 5.000 Lichtjahren. Und jetzt wollen wir wissen, wo sind wir denn zu Hause? Wo ist denn der Ort unserer Sonne? Wir sitzen ziemlich weit draußen. Hier, der Pfeil zeigt es jetzt. Wir wohnen also mit unserem Planetensystem in der Provinz. Und jetzt wollen wir einmal einen Blick auf das Zentrum der Milchstraße werfen, und zwar in Form einer Fotografie. So sieht das Zentrum von uns aus, das hatten wir vorhin schon mal angesehen. Und jetzt wollen wir einmal die abenteuerliche Reise eines Lichtstrahles betrachten durch Raum und Zeit. Die Reise beginnt vor 35.000 Jahren. Wie sah es denn damals auf der Erde aus? Nun, da waren unsere Menschen noch in der Höhle. Da fingen sie gerade an, ihre Höhlenwände zu bemalen. Und jetzt wollen wir den Lichtstrahl auf die Reise schicken. Und wir gleich mal einen schönen Strecke zurücklegen, und zwar bis zu einer Zeit vor 15.000 Jahren. Wenn wir die Stelle erreichen, ist schon mehr als die Hälfte. Das ist das Ende der Eiszeit. Da haben unsere Vorfahren noch Gelegenheit gehabt, Mammute zu jagen. Nun, die Reise geht weiter. Wir halten wieder an zu einem Zeitpunkt vor 10.000 Jahren. Damals gab es schon die Anfänge der Kultur. Wir haben hier eine Zeichnung von einer rituellen Bestattung. Die Reise geht weiter und wir wollen jetzt anhalten vor 4.500 Jahren. Da wurden die Pyramiden gebaut. Das ist also eine Zeit, die uns sehr weit im Altertum zurückliegt. Unser Lichtstrahl hat schon fast den ganzen Weg zurückgelegt. Jetzt reisen wir noch weiter, halten an vor 2.000 Jahren. Und das ist ja bekanntlich Beginn unserer Zeitrechnung. Da wurde Christus ans Kreuz genagelt. Und jetzt wollen wir fast bis nach Hause fahren, anhalten vor 200 Jahren. Damals wurde gerade die erste Dampfmaschine gebaut. Und in den letzten 200 Jahren, da kam dann das letzte Stück der Reise. Und heute kam der Lichtstrahl an und traf unsere Erde. Und auf der Erde stand ein Teleskop, das hat
diese Lichtstrahl aufgefangen und hier dieses Bild hinterlassen. Das ist eigentlich ungeheuer, wenn man sich vorstellt, welche abenteuerliche Reise diese Lichtstrahlen zurückgelegt haben, bis sie dann uns das Bild hier auf die Platte gemalt haben. Nun haben wir schon öfter von dieser auffallenden Zweiteilung der Milchstraße gesprochen. Wir wissen, dass diese verursacht wird durch gewaltige Massen von Staub und Gas, die im Weltraum schweben und das Licht der hinterliegenden Sterne verdunkeln. Schau das mal, diese Aufnahme von einem Teil der Milchstraße an. Da ist ja ein riesiges Loch, eine praktisch sternleere Stelle. Da ist eben eine solche Riesenwolke davor. Ein paar Sterne sieht man noch in diesem Loch. Das sind Sterne, Vordergrundsterne, wie man sie nennt, die vor der Wolke schweben. Nun hat es die Astronomen immer schon geärgert, dass sie da nicht hindurch gucken konnten. Und in den 30er Jahren haben ihnen Radiotechniker gezeigt, dass sie es doch können. Allerdings nur mit Radiowellen. Diese Technik haben entdeckt, dass Sterne nicht nur Licht- und Wärmestrahlen ausstrahlen, die eben in den Wolken hängen bleiben, sondern auch Radiowellen, die sie durchdringen, wie wir ja wissen, von den Radiowellen, die wir selber benutzen. Dadurch ist eine Radioastronomie entstanden und wir haben jüngst das größte Radioteleskop in der Bundesrepublik besucht. Wir befinden uns jetzt in Effelsberg, etwa 40 Kilometer südwestlich von Bonn. Und hier steht das größte Radioteleskop Europas. Diese Schale hat einen Durchmesser von 100 Metern und sie hat außerdem noch die Notwendigkeit und die Fähigkeit, sich zu drehen. Sie muss ja, um eine Radioquelle zu verfolgen, dieser Quelle am Himmel nachgedreht werden. Es muss auch eingestellt werden. Und das ist eine ganz gewaltige technische Leistung, diese Riesengewichte so sauber mit der Genauigkeit zu bewegen. Die Fläche ist riesengroß und dadurch kann auch eine ganz schwache Radioquelle in ihrer Intensität sehr stark gesammelt werden. Und es ist der sogenannte Primärfokus. Dort werden die Strahlen konzentriert und noch einmal mit sehr gerissenen elektronischen Verstärkern verstärkt, um dann hinterher aufgezeichnet zu werden. Interessant ist, dass dieses Gerät in einer Kuhle liegt, in der Landschaft. Das ist ganz anders als bei den Teleskopen mit Licht, also mit den klassischen Fernrohren. Mit den Sternwarten gehen wir immer auf die Berge, damit wir klare Luft haben. Hier müssen wir uns schützen vor der Streustrahlung von künstlichen Radioquellen, die unser Ergebnis verderben können. Und jetzt wollen wir uns einmal ansehen, wie diese Signale nach der Verstärkung aufgezeichnet werden. Hier sehen wir jetzt das große Radioteleskop von einem ganz anderen Blickwinkel. Wir befinden uns jetzt nämlich in dem sogenannten Kontrollraum des Observatoriums. Auch hat die Schale eine etwas andere Position eingenommen. Sie weist nämlich jetzt auf das Sternbild des großen Wagen. Ja, das stimmt, denn die Sterne sind noch am Tage da, wir sehen sie nur nicht. Das ist ja der große Vorteil der Radioastronomie, dass man auch tags beobachten kann und selbst Wolken stören meist nicht. In diesem Sternbild befindet sich eine punktförmige Radioquelle draußen im Weltall. Und davon wollen wir jetzt einen sogenannten Scan machen. Man nennt das so, das ist ein Abtasten längs einer Linie. Und zwar wird dabei das große Teleskop langsam durch die Strahlung hindurchgeführt, durch seine Bewegung. Und dann sehen wir, dass die Energie ansteigt, wenn dann die Quelle genau in der Achse der großen Schale liegt. Und das kann man hier an dieser Stelle registrieren. Hier sehen wir jetzt den Registrierstreifen, das ist die Nadel. Sie ist noch auf der Nulllinie, es wird sich aber jetzt das Teleskop gleich so bewegen, dass die Quelle in die Achse kommt. Da sehen wir, wie die Energie ansteigt und erreicht ein Maximum und geht dann wieder zurück. In dieser Weise können wir jetzt die Energie messen, die von dieser Radioquelle bei uns hier am Teleskop an der Erde ankommt. Und diesen Streifen, den dürfen wir mitnehmen. Ich will ihn hier mal abreißen. Das ist die Kurve, die wir aufgezeichnet haben. Außer diesen recht engen gibt es auch noch flächenförmige Radioquellen am Himmel, die dann ganz breit ausgezogene Kurven liefern. Das ist der Wasserstoff, der glücklicherweise auch im kalten Zustand strahlt, und zwar im 21-Zentimeter-Band.
Das ist der berühmte Gesang des Wasserstoffs. So hat man die gesamte Milchstraße vermessen und dabei herausgefunden, dass unsere Milchstraße in der Tat aus weit ausschweifenden Spiralarmen besteht, Sternen und dunklen Massen. Und damit ist unsere Milchstraße erkannt als eine echte Schwester der anderen Spiralnebel am Himmel, deren harmonische Formen wir seit der Erfindung der Himmelsfotografie bewundern. Das wär's für heute, meine lieben jungen Freunde. Bestimmt haben viele von euch sich gewundert, wieso es den Astronomen gelang, diese Dimension im Weltall zu vermessen. Darüber wollen wir eine eigene Folge produzieren und ich kann euch versprechen, es wird eine ganz spannende Geschichte. Auf Wiedersehen für heute und ich danke fürs Zuschauen. Das Buch zu dieser Sendung ist in der Jugendbuchreihe Was ist was erschienen. Dort könnt ihr noch mehr über das Weltall und die Sterne nachlesen. Es ist Was ist was, Band 6 und heißt Die Sterne. Ihr bekommt es in jeder Buchhandlung.